Wenn ihr wissen wollt, wie man Eier perfekt hinbekommt, dann schaut euch dieses Video unbedingt ganz an, denn ich werde euch ein, zwei Tricks noch verraten. Weiß nicht, hat sich das komisch angehört mit den Eiern? Ich glaube nicht. Schaut euch das Video an. Viel Spaß dabei. Tschüss. Wir machen heute zwei Leckereien mit Eiern und Brot. Also im Prinzip machen wir eine Art modernen strammen Max. Dafür brauchen wir natürlich Eier. Ein gutes Brot. Das hier ist mein Brot ohne Kneten. Kann ich euch nur ans Herz legen, dieses Rezept. So, dann, wenn ihr möchtet, ein bisschen Schnittlauch und oder ein bisschen Kresse, Avocado und ein paar schöne Tomaten. Wir schneiden als erstes mal unser Brot. Ihr braucht dafür gar nicht mal das Frischeste nehmen. Das hier ist sogar schon ein paar Tage alt. Es sollte jetzt nicht knochenhart sein, aber es muss auf jeden Fall nicht das Frischeste sein. Diese Art von Gerichten ist so einfach und so lecker. Man vergisst sie nur manchmal, deswegen macht man das so selten. So, die braten wir jetzt erstmal an. So, ich gebe jetzt hier erstmal ein bisschen Olivenöl rein. Wie gesagt, ihr könnt auch Butter nehmen, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Ganz nach euren Vorlieben. So, und darin braten wir jetzt erstmal schön dieses Brot goldgelb an. Wenn das Ganze Farbe hat, dann drehen wir das Ganze um. Und durch dieses Anbraten wird natürlich das... Ich habe mich übrigens geschnitten und musste mir ein Pflaster von meiner Tochter ausleihen. Durch das Anbraten wird das Ganze dann wieder schön frisch und knusprig. Hier, wir fangen an mit den Rühreiern. Ich habe übrigens nicht mit einem Messer geschnitten. Ich habe mich gestern tatsächlich beim Spülen an einem Glas verletzt. So, ich gebe jetzt mal zwei Stück hier in so eine Schüssel. Dann gebe ich da rein ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. So, dann verquirlen wir das Ganze. Ich gebe hier weder Sahne noch sonst oder irgendwas mit rein, Milch, das machen ja viele. Das macht tatsächlich keinen Sinn. Was ihr machen könnt, ist kurz bevor es fertig gegart ist, zum Beispiel einen kleinen Löffel Creme Fraiche mit rein. Das gibt nochmal eine gewisse Cremigkeit und unterbindet dann auch diesen Garvorgang. Stoppt den, damit das nicht weiter gart. Aber wirklich brauchen tun wir das nicht unbedingt. So, das auf die Seite. Dann finde ich immer, Rührei und Schnittlauch passt einfach wunderbar zusammen. Wichtig ist nur, schneidet Schnittlauch mit einem scharfen Messer. Denn wenn ihr ein stumpfes Messer nehmt, dann schmeckt er sehr stark nach Zwiebel. Und ich persönlich mag das nicht so sehr. Deswegen scharfes Messer. Wenn ihr das nicht so schön hinkriegt wie ich, ist das nicht tragisch. Ein Teil von dem Schnittlauch gebe ich jetzt direkt hier mit rein. Das ist natürlich Geschmackssache. Wer kein Schnittlauch mag, lässt das einfach weg. So, einmal kurz durchrühren. Und ein bisschen hebe ich ihn noch auf für die Deko. So, was ich noch auf meinem Brot mache, ist ein bisschen frische Tomate. Einfach da ein paar Scheiben runterschneiden. Ein kleines bisschen Avocado. Avocado geht immer, finde ich, auf Brot. So, bevor ich aber mein Rührei in die Pfanne mache, mache ich mein Brot erstmal fertig, denn das sollte dann einigermaßen schnell gehen, damit das Rührei nicht zu weit kocht. Ich bin mir im Übrigen sehr bewusst, dass dieses Pflaster ein wenig die Seriosität meines Videos mindert. Sowas wollen wir immer gleich auch würzen, denn sonst schmeckt das einfach nicht. Salz drauf, Pfeffer drauf. Und dann geht's ans Rührei. Rührei fange ich an mit Butter. Auch hier könntet ihr Öl nehmen, aber ich finde, Butter schmeckt hier doch deutlich besser. So, dann ist wichtig, wir wollen bei Rührei mit wenig Hitze, langsamer Hitze arbeiten. Denn nur so bekommen wir ein schönes, cremiges Rührei hin. Und dann wirklich nur auf mittlerer Hitze
oder sogar weniger, je nachdem, unser Rührei stocken lassen. So, dann lassen wir das erstmal ein kleines bisschen fest werden. Ihr seht hier an der Seite, das wird schon so ein bisschen weiß. Und dann verschieben wir das einfach so ein bisschen. Das ist ein Rührei. Sollte eigentlich nicht trocken und bröselig sein. Die meisten machen das nämlich so. Nimmt aber ganz, ganz viel vom Geschmack weg. Wer das natürlich mag, sollte das auch weiterhin so machen. Aber auf jeden Fall probieren würde ich mal diese Variante. Wirklich nur ganz, ganz wenig. Ihr braucht gar nicht so viel rühren. Das heißt zwar Rührei. So, das reicht schon. Jetzt können wir das schon von der Hitze nehmen. Die Resthitze gart das im Prinzip schon weiter. Und dann kann das auch schon direkt so auf unser Brot wandern. So, das Ganze geht nämlich ganz fix in der Zeit, wo ich die Kamera umgestellt habe, gart dieses Ei natürlich auch weiter. Darauf könnt ihr noch ein bisschen extra Schnittlauch geben, wenn ihr möchtet. So, ich esse das jetzt so, wie es ist. Ganz ehrlich, einfache Dinge können so lecker sein. Unsere nächste Brotvariante machen wir mit pochiertem Ei. Auch das geht ganz einfach. Am besten ist es, ihr nehmt die frischesten Eier, die ihr bekommen könnt, denn die halten nachher in dem Wasser deutlich besser ihre Form. Ein pochiertes Ei ist nichts anderes als ein Wasser, was in heißem, nicht kochendem Wasser gar gezogen wird. So, dafür mache ich erstmal das in so eine kleine Schüssel. Das hilft uns gleich dabei, das in unser Gefäß zu bringen. So, für pochiertes Ei brauchen wir erstmal eine Pfanne zum Beispiel, ist sehr gut, oder ein flacher Topf mit genug Wasser, dass die auch wirklich gut bedeckt sind, die Eier. Dann sollte es, wenn ihr die Eier reingebt, sollte das Wasser ruhig leicht köcheln, denn in dem Moment, wo ihr das Ei da reinmacht, geht die Temperatur von dem Wasser ja sofort wieder runter. Das heißt, wenn es nur so lau, warm bis heiß ist, wird das Ei auseinanderlaufen. Ich habe hier einen Schuss Essig drin, also etwa so ein, zwei Teelöffel, nicht zu viel. Das hilft ein bisschen bei der Gerinnung von dem Eiweiß. Salz in dem Fall mache ich nicht rein, denn tatsächlich macht das Salz hier das Eiweiß ein bisschen porös und verhindert so ein bisschen, dass die Form da bleibt. So. Dann machen jetzt viele hier in der Mitte mit dem Löffel so einen Wirbel, damit das Ei zentral in der Mitte bleibt. Das sparen wir uns, denn wir wollen ja nicht nur ein Ei machen, sondern in dem Fall auch zwei. Und wenn ich vier Eier brauche und muss jedes Mal immer nur ein einziges Ei machen, dann dauert das zu lange. So, deswegen leicht köchelndes Wasser. Gebe ich jetzt mein Ei einfach ohne irgendeinen Strudel dazu machen hier rein. So, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es schließt sich schon wunderbar in der Mitte. Also ja, perfekt, mehr brauche ich gar nicht machen. Deswegen mache ich das aber hier rein, damit das macht es einfach deutlich einfacher, das quasi in das Gefäß zu machen. So könnt ihr ohne Probleme 4, 8, 10 Eier auf einmal machen, wenn ihr eine große Pfanne nehmt. Ganz easy. Dauert etwa 2 bis 3 Minuten. Und dann nehmen wir die hier mit so einem Schaumlöffel raus. Dann könnt ihr sie noch ein bisschen abtropfen auf dem Teller mit einem Küchenpapier, damit wir nachher nicht das Wasser auf dem Essen haben. So, jetzt sollte das wirklich nur noch leicht sieden. Also nicht mehr blubbernd kochen. Jetzt drehen wir die Hitze runter. So wie ihr sehen könnt, absolut keine Hexerei. So, darauf geben wir natürlich auch wieder ein bisschen Salz, Pfeffer. Jetzt diesen wunderbaren Rauchlachs. So, und dann schaut euch diese wunderschönen pochierten Eier an. Wenn ihr oben drauf tippt und das noch leicht weich ist, dann sind sie perfekt. Sie haben wunderbar die Form behalten. Das heißt, ihr könnt euch das mit diesem Strudel machen, absolut sparen. So, ein kleines bisschen Pfeffer noch drauf. Und dann wandern diese wunderschönen Stücke hier oben drauf. So, ganz ehrlich, was will man mehr? So, ein bisschen Kresse habe ich jetzt oben noch drauf gemacht.
Und das ist der Moment, den jeder Koch liebt. Schaut euch das Ei an. Besser geht es gar nicht. So, das probiere ich jetzt natürlich auch. Oh Gott. Ein Traum. So, schauen wir uns das zweite auch noch an. Oh Gott. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das könnt ihr ganz einfach hier unten auf Abonnieren klicken. Denn dann verpasst ihr auch keines meiner Videos mehr. Und ich bin gespannt auf euer Feedback und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.